Hals über Kopf. Da ein Stempel drauf. Ich laufe das Ganze hier zu Ende. Ich liebe Fox and Roll. Da tauche ich ein. Wo bin ich? Ich bin links. Ich hol mir erstmal den Diamanten. Dann doch erstmal dorthin. Ja, da ist noch auf jeden Fall eine Sperre drin. Ich sehe den Hotdog, der ist dieses Mal wo ganz anders. Nämlich hier drauf. Ja, da werde ich einmal die Faust in Bewegung setzen. Erstmal den Schalter wohl gedrückt. Da unten ist immer noch das Gitter hier bei der rechten Treppe. Da jetzt erstmal sanft. Ich will nämlich nicht den Schalter streifen, sonst schießt er mich wohl möglich noch aus dem Gebiet raus. Er hat mich da hochgebracht. Das hat offensichtlich ein bisschen Belohnung gegeben. Jetzt hat er mich doch rausgeballert. Dann fange ich halt wieder von da oben an. Das war nicht sehr freundlich. Dann mache ich es jetzt halt auf Nummer sicher, ja? Ich gehe da gar nicht erst lang. So viel Willenskraft habe ich. Da geht es erstmal hoch. Dann gehe ich die Treppe wieder runter. In einen Schalter muss ich noch drücken, aber natürlich, ich möchte erst noch den Hotdog abgreifen. Bin schon, denn schon. Das war die falsche Richtung. Das macht er jetzt gerade. Der will mich hier auf die Probe stellen. Bring mich mal da hoch. Ja, dann muss ich mich hier jetzt einmal schnell rausschießen lassen. Und zwar von ihm hier. Nein, ich will nicht von selbst da reinfallen. Ich kann nichts mehr auslösen, deswegen ich springe hier mal drauf. Da hat sich der Weg aufgetan. Jetzt muss ich nur wieder dahin gelangen. Aber leider muss ich erstmal die andere Wegroute nehmen. So, das wird wieder ganz toll langsam ablaufen. Gerade so, dass es mich nicht hier erwischt. Gut, wir haben da... Nein, ich will da nicht zurück. Ich will da hoch. Ich will da rüber. Ich will zur Münze. Hat auf jeden Fall die Diamanten hier ersetzt. So, den Ausgang kenne ich, da gehe ich selbstständig hin. Habe ich das auch?